Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir aus dem Schlund bekommen. Und zwar nur dann, wenn wir uns hier in der Rissphase befinden. Ihr seht schon, hier ist alles ein bisschen anders farblich gestaltet und es sind auch andere Mobs. Denn ich befinde mich in der Rissphase und dort habe ich quasi komplett andere Gegner, beziehungsweise teilweise auch andere Rares. Und eins von den Toys, die wir uns jetzt angucken wollen, die gibt es in dieser Rissphase. Ich droppe jetzt gerade aus der Rissphase raus und ihr seht, jetzt sind hier wieder die normalen Mobs. Und jetzt als erstes sollten wir mal gucken, wo befinden wir uns gerade. Und zwar, wir befinden uns hier unten im Schlund auf den Koordinaten 27, 24. Und dort ist es so, dass wir ja die ganz normalen Rares haben, aber es gibt hier auch einen Rare. Und ihr seht, den haben wir hier mit dem Add-on Handy Note schon mal angezeigt. Das ist einmal Torghul, Herr der Schemen. Und dieser ist auf der gleichen Position wie Kyri, Xia. Und ja, bloß in der Rissphase. Und wie kommen wir jetzt in die Rissphase rein, um den umzuhauen? Es gibt da zwei Möglichkeiten. Wenn dann, wir haben einen sogenannten reparierter Rissschlüssel. Und dieser reparierte Rissschlüssel, den gibt es von allen möglichen Rares in Corphia. Also das ist eine ganz easy Angelegenheit. Oder Möglichkeit Nummer zwei ist, dass wir ein Item haben, wo wir andere Leute mit in den Riss reinbringen können. Und zwar ist das kollabierter Rissstein. Und diesen kollabierten Rissstein können Spieler von dem, von Sovaes Vault bekommen. Das Sovaes Vault ist irgendwo hier in Corphia. Da gibt es verschiedene Punkte. Den kann man dann hinziehen bis zu Venari hier hinten. Und dann gibt es in der Venari-Kiste quasi einen kollabierten Rissstein. Für diesen Sovaes Vault muss man aber auch wiederum erstmal einmal in die Rissphase. Dementsprechend, wenn ihr solche Sachen noch nicht habt, beziehungsweise keine Leute kennt, die so ein Portal aufstellen können, dann braucht ihr den reparierten Rissstein. Wo könnt ihr die benutzen? Und zwar gibt es hier mehrere Spots. Ich benutze meistens immer den hier in der Höhle, in Cortia, auf den Koordinaten 27, 24. Dort könnt ihr den einfach benutzen, kommt dann in die Riftphase und dann müsst ihr halt in der Riftphase einmal komplett hier runterlaufen. Ihr habt dann eine Viertelstunde einen Buff drauf, dass ihr in der Riftphase seid und dann könnt ihr dementsprechend diesen Rare einmal umhauen hier unten. Der ist leider aber auch nicht immer da. Ich weiß jetzt nicht wie lang die Respawn-Zeit ist. Ihr könnt aber in der Riftphase tatsächlich auch hoppen, auch in Gruppen, die nicht in der Riftphase seid. Wenn ihr auf einen anderen Server kommt, kriegt ihr den eigentlich relativ schnell und könnt ihn damit umhauen. Also ihr könnt in jegliche Gruppe rein, hoppen die in Cortia oder im Schlund ist das tatsächlich als ein Gebiet mit dem Hoppen gemarkt und dann kann man den relativ einfach kriegen. Der Typ hat 200.000 Leben, also mit einem halbwegs equippten Char kann man den einfach umhauen. Was droppt der jetzt für ein Toy? Und zwar haben wir hier dieses Toy, abgefülltes Schemenherz, schimpft sich das. Und das hat eine Dropchance von 13%, also doch relativ gut. Übrigens, was ich noch vergessen habe zu sagen, die reparierten Riftschlüssel, die kann man tatsächlich auch bei der Codex-Fraktion kaufen, wenn man denn Rang 4 ist. Also wenn ihr Rang 4 erreicht habt, könnt ihr das einfach kaufen und dann ist das relativ easy. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das Toy an. Abgefülltes Schemenherz. Lernen wir das einmal. Oh, warte mal, ich tag mal den Rare hier noch mit, weil ein bisschen Ruf kann ich immer gebrauchen. Hier haben wir es schon, und zwar, was macht das? Einmal hier bricht das Siegel an der Flasche und erlaubt so den darin enthaltenen Schemen für kurze Zeit Besitz von euch zu ergreifen. Okay, ich würde sagen, das probieren wir mal aus. Ah. Schau mal an. Jetzt sind wir so ein Schemen. Und es sieht jetzt so aus, als ob wir in der Riftphase sind. Aber die Rift-Gegner sind hier nicht dran. Und wir können, so wie es aussieht, können wir jetzt durch die Mobs durchfliegen. Wir sind relativ langsam, merke ich gerade. Ist eigentlich ganz cool. Ah, okay, also die Gegner, die sehen uns trotzdem. Also da machst du leider nichts. Ich dachte, da kann ich jetzt vielleicht alles mögliche erkunden. Das hat leider nicht funktioniert. Aber trotzdem, ganz nettes Toy. Sieht dann so aus, ob man in der Riftphase ist. Natürlich kannst du leider mit dem Toy nicht in die Riftphase. Das wäre dann zu gut gewesen. Aber trotzdem, nette Geschichte an der Stelle. Ich war hier mit zwei Twinks, ihr seht hier meinen zweiten Account, und ich habe mit beiden gleichzeitig das Toy bekommen. Ich habe den jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal umgehauen, den Typen. Also diese 13% Dropchance, die in WoW hat ausgeschildert werden, die sind anscheinend recht akkurat. Es droppt relativ gut. Das Schwierigste ist tatsächlich, wenn man den Ruf noch nicht hat, die Riftschlüssel zu bekommen und hierher zu laufen, denn die Mobs, vor allem im Cortia, ne, wenn man hier ins Portal geht, die sind relativ ätzend, die routen einen die ganze Zeit. Also wenn man einfach nur durchlaufen will, ist das eine bisschen nervige Angelegenheit.
Gut, das war es soweit mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Zur Wahl als Tresor, wo man diese Teile kriegt, mache ich auch nochmal Videos. Da gibt es nämlich unter anderem auch ein paar Toys raus. Und sobald ich die beiden habe, wird es da nochmal eine bisschen nähere Erklärung geben, falls ihr euch jetzt fragt, okay, wie kriegt man die Sachen genau. Das wird dann aber Teil des anderen Videos. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.